Da sind wir wieder und wir halten immer noch dieses Städtchen hier unten. Hindu und haben Aufträge hier. Wir werden mal schauen, dass wir hier natürlich erstmal die Zufriedenheit, Korruption, naja, das brauche ich gerade nicht. Militärvorräte vielleicht aufstocken. Ja, da kann ich ihn erstmal nehmen. Und dann haben wir noch Nahrungsproduktion. Einkommen aus Handel, Seide und Gewürze. Ne, jetzt habe ich da... Ach, das ist ja Blödsinn. Wollt ja das machen hier, Militärvorräte. Genau. So, plus 10 und Korruption, lokale Komturei. Und woher weiß ich jetzt, wo die Korruption am höchsten ist? Reserve. Öffentliche Ordnung. Korruption 4. Korruption 2. Lächerlich. Lächerliche Korruption bei mir im Lande. 4. Immerhin. Also da herrscht noch die meiste Korruption. Aber das brauchen wir alles gar nicht, ne? Handel. Reserven. 400 durch Handel. Brutto, Korruption, Netto. Landwirtschaft. Also hier ist der Handel hoch. Ja, dann werden wir sie mal... Werden wir sie hier mal zum Handel bringen. So. Dann schauen wir uns mal schnell unsere zwei Truppen an. Schwere Zeiten erfordern schwere Entscheidungen. Mal hier jemand, der wieder... Lasst uns reden. Aber der kommt auch nicht mehr klar mit dem Sau-Sau. Was möchtet ihr wissen? Kommt er hier noch? Der kommt klar mit dem Sau-Sau. Super. Gemeinsam. Dann können wir die eigentlich tauschen, marschiert oder? Als Einheit, um eine zu sein. Also er hier gegen ihn hier. Ja, genau so. Warten wir mal auf die nächste Runde ab. Ah, er haut ab erstmal. Jetzt sind wir halt da mitten in dem Land, ne? Was gar nicht so gut ist. Okay, da er uns ja nicht angreift. Und wir jetzt da unten irgendwie ein bisschen festhängen. Kaiserliche Mission erteilt im Dienst der Han. Der Feind des Volkes. Herzogtum Shu-Han. Ist da ganz rechts. Das Übel des Alkohols. Alkohol kann den verborgenen Charakter der Menschen enthüllen. Euer General hat eine Schwäche fürs Trinken. Ah, das ist schlecht. Das ist jetzt unser Feind. Das ist unser Verbündeter. Verdammt. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir ein kleineres Problem. Erneuert die Autorität. So, die wüten hier rum. Shengxian. Willkommen. Wie sieht's denn bei dir aus? Der hat bloß das eine Gebiet. Ich würde gerne da durchlaufen. Das gehört auch ihm? Kann ich da rein? Wir werden mal gucken hier. Grenzt es an? Ach ja.
Wir müssen das große Ganze im Auge behalten. Das geht natürlich nicht. Für die Wiedervereinigung. Unmöglich. Löscht sie aus! Oh, wie ätzend. Okay. Na dann. Dann flieh mal, du Lurch. Bring dir Unruhe ins Land. Oh, was ist hier? Der Krieg mit uns? Der wird dem Krieg beigetreten. Da müssen wir leider zurück. Unsere Sache ist unaufhaltsam. Ja. Hat er. Der Kaiser schickt Truppen. Euer Militär kämpft mit Herausforderungen, die sich ihm stellen, und der Kaiser hat beschlossen, euch Soldaten und Vorräte zu geben, um die Verteidigung des Landes zu unterstützen. Okay. Das heißt, Abfall muss umgehend entfernt werden. Ich muss zurück. Ich muss mein Land schützen. Für die Ordnung. Gott, das, wieder, das dauert immer, bis wir da zurückkommen. Muss ich neue Truppen da hinten ausheben? Muss auf jeden Fall hier hin. Ich kann da nicht lang rummachen. Okay, dann machen wir das nochmal. Was haben wir? Geldmäßig sind wir ganz gut eigentlich. Stehen wir ganz gut da. Haben wir denn hier eine Armee? Ne, in Shen. Ja doch, in Shen. Passt schon. So, dann wählen wir Lady Bian. Bitten hier Militärvorräte. Können wir hier eine Armee aufstellen. Und zwar die mir treu hier. Die ist mir auf jeden Fall treu. Als Kommandantin. Die Vereinigung erfordert Disziplin. So, und das brauchen wir noch. Uku. Für das Volk. So, genau. Dann müssen wir noch ein bisschen was hier rekrutieren. Und zwar Bogenschützen. Und hier gibt es noch ein paar. So. Müssen wir die erstmal ein bisschen aufrüsten lassen. Dann machen wir noch hier eine schöne Reform. Baukosten Militär. Holzpfähle. Militärvorräte, ja, brauchen wir gerade, dass wir hier im Krieg befinden, einem etwas größeren inzwischen. Vielleicht können wir mit denen ja verhandeln und Gebiete tauschen, solange wir das Gebiet ja noch haben. Aber gut, das kann ich mit ihm ja nicht tauschen, ne? Aber mal gucken, was jetzt passiert. Wenn er jetzt mit Truppen darüber kommt, habe ich ein Problem. Wir können nicht länger mit euch verbündet sein. Warum denn nicht? Eieieiei, jetzt aber du. Die Koalition der großen Ebenen schwankt ganz schön. Liu Bei hat ja entschlossen, hier sich als Kaiser krönen zu lassen. Vernichtet. Die Rebellen sind vernichtet im Dienst der Han. Nahrungsvorräte umleiten. Liu Chong. Ja, das habe ich. Habe ich denn nicht das schon gemacht mit Liu Chong?
So. Kann ich die angreifen? Wahrscheinlich, aber dann. Verschont keinen! Ich werde Ordnung nach China bringen. Um jeden Preis. Für China. Die sollen jetzt hier noch her. Dann holen wir die Truppen auch noch runter. Marschiert als Einheit, um eine zu sein. Schauen wir mal, was hier jetzt Sache ist. Was ist hier? Xingdu? So, ja, die sind sehr unzufrieden. Ja, können die auch sein. Ist halt so. Prestige kommt immer gut. Wir brauchen Prestige. Müssen wir uns gleich um die Koalition noch kümmern. Jetzt ziehen die sich erstmal wieder zurück. Oh, jetzt kommt dann nochmal ein Trupp. Also, und die gelben Turbane, achso, das sind die Rebellen. Die Rebellen aus der Stadt. Ah, der Herzog hat einen Krieg erklärt. Okay. Er hat das Bündnis verlassen. Okay. Gibt es wieder hier auf allen Ebenen Krieg, oder? Samanti! Lasst eure Wut aus. So. Jetzt trotzdem hier hin. Die gehen auch hier runter. Die Stadt ist mir eigentlich gerade völlig schnuppe, ehrlich gesagt. Gucken wir mal hier, was jetzt mit unserer Koalition ist. Und wieso der uns jetzt hier verlassen hat. Seid gegrüßt, Freund. Suzan zum Vasallen machen. Ich glaube, ich muss aus der Koalition raus. Frohe Kunde für euch. Ja, das ist echt Mist, was du da gemacht hast. Die Ehre ist ganz meinerseits. Weil jetzt habe ich natürlich noch ein Problem. Jetzt habe ich bald nicht mehr so viele Nachbarn, ne? So, mit dem sind wir nämlich im Krieg. Mit dem. Seid gegrüßt, seid gegrüßt. Können wir nicht handeln, weil der so viele Handelsabkommen hat. Mit ihm hier. Ausgezeichnet. Sprecht. Können wir auch nicht handeln. Wie viel Handelsabkommen hat der? Auch schon 3 von 3. Er hier? 1 von 1. Na super. Was habe ich denn die ganzen Handelsabkommen? Wählt eure Worte mit Bedacht. Werde ich erstmal mit dem jetzt ein Handelsabkommen machen. Okay, das will er nicht. Das wäre okay. Sollen wir einfach eine Zahlung geben? Damit wäre ich auch schon zufrieden. Ein gutes Angebot. Mann. Okay. Ja, wenn wir natürlich alle Handelsabkommen abbrechen, das wäre auch total doof. Deswegen, aus dem Grund, ist die Handelsabkommen gedöns. Mit dem Himmel! Gar nicht mal so dolle. So. Yambaihu. Ja, der flieht jetzt natürlich.
Wenn ich mich wieder um die Rebellen da oben kümmere, jetzt muss ich da hin und her rennen. Die werden sich wahrscheinlich dann auch aufbauen, ne? Ah, oh, die machen Vasallen. Die schließen Frieden. Bion kehrt zurück. Gütig gegen Grausam. Während ihr meditiert, denkt ihr über die Natur der Gesellschaft nach. Ihr kennt Verwalter, die gutmütig und mit dem Mitfühlen sind, wofür sie vom Volk geliebt werden. Andere wiederum sind grausam und barbarisch. Die Menschen hassen sie, doch fürchten sie sich so sehr, um zu rebellieren. Kann es jemals eine rechte Wahl geben? Ja, für mich schon. Feng Huan. Beziehung zwischen und vertieft sich enorm, aber außer erfordert sie folgendes. Ja. Dann machen wir das Grausamkeit. Oder? Bewundert Macht ist Ehrgeiz gegenüber skeptisch. Trunkenheit. Ja, ist ja nicht so meins. So. Schauen wir mal, dass wir den da oben mal wieder entgegentreten. Dass wir hier drüben den entgegentreten. Wir werden ihn natürlich aushungern. Wir werden ihn wahrscheinlich zurückschlagen wollen. So, jetzt haben wir hier noch eine Hofadlige. Ja, das war die Frau, ne? Die neue. Neue Dame. Von unserem verheiratet haben. So, die sind natürlich immer noch unzufrieden. Natürlich. Hier können wir ausbauen. Das würde uns ein bisschen Einkommen steigern. Schauen wir mal die nächste Runde. Jetzt geht es ein bisschen Schlag auf Schlag hier. Die Frage ist, was macht der da unten mit seinen Truppen, ne? Eigentlich müsste er jetzt in Yuhao ausfallen. Ja, das macht er auch. Glorreiche Niederlage. Ja, eigentlich brauche ich das nicht machen. Zieht euch für einen erneuten Kampf zurück. Ist jetzt nichts wahnsinnig Tragisches. Ich müsste ja nur auf die anderen Truppen warten und dann wäre das Ding auch erledigt. Niemand Koalitionen. Natürlich immer toll, wenn man ganz viele Koalitionen hat. Aber im Endeffekt, wenn sie nichts bringen, dann ist es natürlich auch ziemlich sinnlos. Erleuchtet den Weg zum Frieden. So, wenn ich angreife, dann. Keine Gnade. Genau, werden wir das mal delegieren hier. Jeder Sieg verleiht dem Reich Sicherheit. Wieso habe ich kaiserliche Gunst verloren? Ja! Für die Heilung Chinas benötige ich Macht. Dafür verliere ich die Gunst. Warum das? Man weiß es nicht. Oh, ich soll ja noch. Fällt mir gerade wieder ein. Ziehen hierher. Doch es gibt noch viel zu tun. Fällt mir ja gerade ein, dass wir noch einen Auftrag erfüllen wollen. Eine Mission. Und zwar... Wir sollen die Fraktion zerstören. Na gut, ich würde sagen, wir machen das folgendermaßen. Metzelt sie nieder. Wir werden jetzt in die Diplomatie gehen.
Dann das hier ist nämlich unser, unser Ziel. Den haben wir ein super Handelsabkommen. Willkommen, Freund. Oder wir werden mit Yanbai Hu. Oh, wunderbar. Einfach wunderbar. Der kann uns. Könnten der uns geben? Der kann uns halt hier nichts geben, ne? Alles Mist. Das könnte er uns geben, das wäre alles. Dann würden wir ihm noch ein bisschen Essen geben. Oder wir werden erstmal mit dem anderen hier behandeln. Wenn es sein muss. Ach, der will nicht. Okay. Eieieiei. Das ist jetzt doof. Handelsabkommen oder? Nicht Handelsabkommen oder Gebiete? Oder Gebiete. Das ist auch noch umkämpft. Alles hier umkämpft. Hm. Dieser Krieg könnte sich hinziehen, bis wir endgültig zerstört sind. Oder wir könnten Frieden schließen. Aber nicht für das. Nicht für das. Ich will mehr von dir, ich will mehr von dir. Vasallen lässt er sich mal nicht machen. Okay, aber ich könnte Gebiet von ihm bekommen. Könnte doch ein Gebiet von ihm bekommen. Dann könnte ich ihm noch ein bisschen Nahrung geben. Bisschen, sagte ich. 15 Nahrung. Weiß halt gar nicht, was ich mit dem blöden Gebiet soll, ne? Ehrlich gesagt. Gut, dann hätte ich hier einen Fuß in der Tür. Wir können es einfach machen. 15 Nahrung, es juckt uns relativ wenig. Ein Abkommen. Gerecht geschlossen. Guck mal, dieses Essen, was wir überhaben, dem ein bisschen geben. Wir haben ein Gebiet, können wir nachher auch wieder handeln. Jetzt haben wir ja nur noch ihn hier. Aber vielleicht können wir mit dem ja mit Gebieten handeln. Sau, sau, wir haben Friedensabkommen. Die haben sich schon wieder einen Krieg erklärt, okay. Larvende Drache. Euch erreicht die Kunde, dass der große Su Liang, der sich nach dem gleichnamigen Bergrücken in der Nähe seines Hauses Schlafender Drachen nennt, seinen Dienst im Kriegsherrn angeboten hat. Denn er ihr würdig erachtet. Aha, so, so. So, mal gucken, vielleicht kann ich ja bei dem... Fall bei unserem Feind, oder? Oder unserem Kriegsziel. Da kann ich gar nicht, ne? Schon zu, wie ist das jetzt, ja? Da ist Schauhahn, genau. So. Jetzt haben wir das hier. Besinnt euch des Friedens. Bereitet euch auf Krieg vor. Den haben wir ja Krieg. Heute beseitigen wir eine Gefahr für China. Das delegieren wir natürlich. Es hätte nicht anders enden können.
Moment. Belanglos. So. Hier können wir Aufträge auch machen. Warum haben wir eigentlich den Lappen hier unten jetzt an der Backe kleben? Weil das alles jemand anderem gehört. Für die Ordnung! Kommen wir so weit? Oh mein Gott, das sind ja richtig. Pausen sind wichtig für die Konzentration. Nee, das ist ja eine ganz, das ist ja dem seine Armee. Ein sonderbarer Einfall. Ja, dann werden wir das hier noch angreifen. Mit denen auch noch hier rüber gehen. Richtung Schicksal. Oder auch da lang. Ja, wo immer du auch lang willst. Hauptsache, du kommst irgendwann an. Um die umkämpften Gebiete hier noch. Ja, vielleicht können wir ja mit dem handeln hier. Dann kriegt er halt das oder so. Aber das grenzt bei dem auch wieder nicht an. Dann kriegt er das. Wir kriegen das. Vielleicht können wir das handeln. Vielleicht können wir das gleich handeln. Der will ja nicht so recht mit uns, ne? Was ist euer Begehr? Also, pass mal auf. Hier gehört das hier alles, ja? Wenn ich dann Yang, wenn ich das hier bekomme, und das hier bekomme, wie wäre denn, wenn du von mir Xing Xing bekommst? Nicht Xing Xing, oder? Doch, Xing Xing. Aber kann ich ihm nicht geben, oder wie? Nö, kann ich ihm nicht geben. Ich kann ihm keine Hauptstadt geben. Doch, hier. Dafür würde ich das bekommen. Gebieten Territorium handelt Danyang Wanling. Ist aber das hier, oder? Was soll ich denn damit? Ist ja alles Quatsch. Nee, so machen wir das nicht. Dann greifen wir dich halt weiter an. Und erstmal noch eine Reform, würde ich sagen. Jetzt haben wir ja Baukosten, Militär, ermöglicht Krähenfüße, Rekrutierungskosten für Nahkampf, Zufriedenheit für alle Vorreiter, Verlegungskosten, Gefolgeaufstellung, verfügbare Armeen, Einkommen aus Industrie, Charaktererfahrung, Handelseinfluss, ja, das macht alles keinen Sinn, ne? Manchmal Bevölkerungswachstum. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Hier. Diesem Kurs kann ich nicht zustimmen. Ja, wir haben ja auch schon alle Truppenbewegungen hinter uns. Dann machen wir mal weiter. Macht mit, sodass wir China retten können.
Wen sollen wir einladen? Nee. Brauchen wir nicht einladen, der ist gegangen. Und ich denke auch nicht, dass er mit uns nochmal kooperieren will. Ein kleines Anliegen. Wir ziehen also, ich muss mich auch langsam aus der Koalition zurückziehen. Das war fast zu erwarten. Zieht euch für einen erneuten Kampf zurück. Was? Wie lange? Was? Okay, knappe Niederlage. Jetzt sind wir zwar auf unserem Gebiet. Tja, und das werden wir wohl das nächste Mal spielen. Ich werde hier mal schnell speichern. Das könnte Sindhu Shixin, das könnte hart werden. Versuchen wir es mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei der Schlacht. Tschüss.